Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, der Dennis, und ich zeige euch, was ich Tolles eingekauft habe. Und ich weiß natürlich auch, wie geschockt ihr seid, wenn ich jedes Mal bei einem Tabletop-Haul, ja, so anfange. Aber ich denke, es passt. Ich bin Dennis und das ist der Tabletop-Haul von Deist. Ja, das war total quatschig. Was soll ich sagen? Die Hamburger Taktika ist vorbei. Und es passt natürlich jedes Mal ein Vlog direkt danach. Donnerstag ist der Vlog-Tag, wenn ich euch einfach mal zeige, was ich denn alles so von der Taktika mitgebracht habe. Denn ich habe in den anderen Social-Media-Kanälen, das heißt zum Beispiel auf Twitter und auf Facebook, habe ich schon Bilder gezeigt von dem, was ich denn so alles, was ich denn so alles mitgebracht habe von der Taktika. Und da waren Umrufe, boah, du hast ja wieder so viel mitgebracht, nachdem du gesagt hast, du willst bei dir Platz schaffen. Aber ja, ich habe tatsächlich nicht so viel mitgebracht, wie ich losgeworden bin. Dennoch wollen wir einmal ganz kurz hier zeigen, was ich denn alles von der Hamburger Taktika mitgebracht habe. Ist ein bisschen leichter als letztes Jahr, aber es ist nicht unbedingt wenig. Guck mal. Das ist ganz, ganz viel. Zumindest sieht es nach so viel aus. Ich kann euch aber beruhigen, es ist gar nicht mal so viel, wie man glauben mag. Und was meine ich damit? Ja, fangen wir einfach mal an. Das zeige ich euch einfach mal an. Also, wie immer auf einer Messe, ich fange immer an, ich habe eben gesagt, auf jeder Messe, auf der ich bin, hole ich mir ein Farbset von Scale Color und weil ich meine Farben nach und nach auf die so ein bisschen auswechseln möchte und habe mir tatsächlich diesmal die Metallfarben von denen geholt. Die wurden mir letztens übrigens sehr wärmstens empfohlen, die sollen sehr, sehr gut sein, vor allem, weil sie auch so tolle Namen haben wie Black Metal, Thrash Metal, Heavy Metal, Speed Metal und White Alchemy, Cobalt Alchemy, Emerald Alchemy und Amethyst Alchemy. Ich bin gespannt, ich habe sie noch nicht eingesetzt, aber ich freue mich drauf. Also ich muss mir jetzt ein Projekt suchen, wo ich die auf jeden Fall benutzen kann. Metallfarben kann man sowieso immer gebrauchen. Das habe ich mir tatsächlich sofort geholt. Normalerweise laufe ich immer am Ende so an der Messe rum, immer kurz bevor ich nach Hause fahre und kaufe dann ein in der Hoffnung, dass einiges, worauf ich Bock habe, nicht mehr da ist. Das musste ich mir tatsächlich am ersten Tag holen. Da habe ich mir übrigens bei PK Pro gekauft auf seinem Stand, weil die waren sehr, sehr beliebt. Und da wollte ich die holen, bevor sie nicht mehr da waren. So, das zweite, was ich in die Hand gedrückt bekommen habe, war von meinem lieben Kameramann, der Olli, der meinte, hey, ich habe eine, ich hab voll die Überraschung für dich. Und ich habe gedacht, was kommt denn nun? Deswegen etwas, was ich tatsächlich nicht gekauft habe, sondern was er mir in die Hand gedrückt hat. Guck mal. Ja, das ist von einem italienischen Hersteller und er meinte, dieser italienische Hersteller hätte diese Figur als Football-Figur irgendwie angegeben, aber man kann sie auch anders zusammenbauen, die ganzen Schulterpolster nicht ranpacken und dann sieht er einfach fucking aus wie He-Man. Den hat er gesagt, ja, guck mal, ist für dich, habe ich mich total drüber gefreut, ich habe ja immer gesagt, eine geile He-Man-Figur, das wär's. Und da hat er noch zusätzlich gesagt, guck mal, hier ist auch noch eine zweite Figur drin, ne? Wenn dein Pinsel noch gerade die Farbe drauf hat, dann kannst du die zweite Figur auch noch anmalen. Wo ich da meinte, du willst deine Figur also noch 2020 zurückhaben, oder? Also nicht zuvor. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt die tolle Aufgabe, mir meinen He-Man zu bemalen und dabei natürlich noch den He-Man vom guten Olli zu bemalen. Und das kommt natürlich auch noch auf die Packen, hat er gesagt, guck mal, ich habe auch schon gleich modellierte Bases dabei, such dir welche aus. Hat er mir noch gleich ein ganzes Pack Bases mitgegeben, die er schon vormodelliert hat, wo ich dachte, ah, kluger Schachzug von ihm. Habe ich mir nicht gekauft, ist aber tatsächlich auch von der Taktika mitgebracht worden, genauso wie diese großartige Tüte voller Eggbases. Ein Zuschauer kam an und meinte, ey Dennis, du brauchst noch Eggbases, weil du noch Warhammer Fantasy spielst. Ich so, ja, guck mal hier, die haben jetzt irgendwie einen 600 Kilometer Weg nach Hamburg gemacht. Hat er mir eine ganze, ganze riesige Tüte voller Eggbases geschenkt. Das finde ich total super. Und dann sage ich nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das hat mich total gefreut. Die werden in meiner großen Kiste voller Warhammer Fantasy Kram landen, die nächsten 80 Jahre abgearbeitet werden müssen. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen, weil diese Bases werden ja irgendwann nicht mehr hergestellt, nicht wahr? So habe ich einen guten Rahmen. So, und wo wir gerade dabei sind, ich habe es hier, also ich arbeite mich von oben nach unten ab. Das ist jetzt tatsächlich Zufall, dass ich hier gerade Mitbringsel im Endeffekt zeige. Aber der gute Malte ist ja in der Dice-Community auch einigermaßen bekannt. Der bemalt ja auch immer ganz viele Sachen von Games Workshop. Und der hat sich unfassbar darüber aufgeregt, als ich den Airbrush-Test gemacht habe, um diese eine die Airbrush-Technik auszuprobieren. Und ich meinte hier, ich habe mal schnell eine Figur zusammengeklebt, was ja auch war, und habe dann die Technik ausprobiert. Hat er sich tierisch darüber aufgeregt, dass da diese, dass da die Klebestellen noch zu sehen waren. Und da hat er mir dann ein wunderbares kleines Tütchen mitgebracht. Mit einem Plastikputti von Vallejo, einer kleinen Feile und noch ein bisschen Schokolade. Nach dem Motto, okay, so macht man das nicht, so macht man das. Eine sehr, sehr lustige Idee. Ich sage danke, Malte. Ja,
Ich musste durchaus lachen. Fand ich sehr, sehr toll. So, kommen wir aber nochmal zu den anderen Sachen, die ich dann von der Taktika mitgebracht habe. Und zwar hatte ich ein Demospiel von Summoners auch gehabt. Und da habe ich mir gleich gedacht, ach, nimm dir doch mal eine Figur mit. Ich war mir nicht sicher, ob ich gleich eine ganze Box, also eine ganze Starterbox mitnehmen wollte. Konnte mich nicht dazu durchringen, weil ich wollte erstmal horchen, wie meine Jungs im Umfeld irgendwie sagen, das Spiel könnte interessant sein, lass doch mal anfangen. Deswegen habe ich mir erstmal eine Figur mitgebracht, die ich ganz interessant fand. Das ist der Schildträger. Das ist übrigens auch eine Figur, die dann in keiner Starterbox drin ist. Das ist ganz gut. Und zwar, der Schildträger sieht aus wie so eine Eiskrabbe. Ja, dementsprechend ist sie auch von einem Eiselement. Die hatte ich angespielt, die fand ich ganz cool. Das ist eine Resin-Figur. Besteht aus, ich weiß nicht, wie ich das so sehen kann, so 1, 2, 3 Teilen plus Base. Ja, das wieder einfach anzumalen, denkt man. Aber wenn man dieses Eis so anmalen möchte, wie die Jungs das von Summoners gemacht haben, das wird richtig, richtig anstrengend. Gucken wir einfach mal. Weiterhin war ich natürlich bei Freebooters Fate und da muss ich natürlich jedes Mal bei Freebooters Fate was mitbringen. Und zwar habe ich mir für die Amazonen die Tempelwächterin mitgebracht. Die haben mir tatsächlich noch gefehlt in meiner Sammlung, damit ich auch die Amazonen mal ein bisschen nach vorne bringen kann. Ja, Tempelwächterin sind zwei Figuren aus Metall mit drin. Einen schönen Bliss, da habe ich tatsächlich noch schnell gekauft, als er eingeräumt habe. Richtig Glück gehabt. Die andere Figur, die ich haben wollte, war leider ausverkauft. Tja, und dann kommen wir zu was anderem Coolen. Hat mir tatsächlich auch einen Zuschauer mitgebracht. Also ich weiß gar nicht, was mit euch los war, ihr wart so spendabel. Vielen, vielen lieben Dank. Also das freut mich total. Und zwar hatte einer diesen wunderschönen Blister mal geschenkt bekommen. Und er kann damit absolut gar nichts anfangen, weil er bei Dropzone eine ganz andere Fraktion spielt oder weil er das Spiel aktuell gar nicht spielt. Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall ist das tatsächlich Jocasta Cain, ein besonderer Held für die PHR, für Dropzone Commander. Und das ist total cool, weil ich immer schon überlegt hatte, mir die zu holen. Brauche ich jetzt gar nicht mehr, hat er mir geschenkt. Das fand ich total toll. Danke, danke, danke schön. Da wird aber auch, wie zu all den anderen Sachen, noch ein Review kommen. So, jetzt kommen wir zu was ganz Speziellem. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier die ganzen Sachen finde. Genau. Ich habe nämlich, die letzten Jahre habe ich immer davon geredet, dass da zwei Holländer mit dabei sind. Beziehungsweise ein paar Holländer, die heißen Van Dijk oder Van Dijk. Dieses Recherchieren, Journalistische ist gar nicht so meins. Van Dijk oder Van Dijk Miniaturen. Und die machen super, super, super kleine Figuren. Ich weiß nicht, ob das 12 mm sind oder so. Sind ein bisschen größer als die Dropzone Commander Infanteristen. 1 zu 144 historische Figuren. Und normalerweise habe ich es ja nicht so damit. Und die letzten Jahre habe ich immer gedacht, oh, das ist total cool. Irgendwann nehme ich mal welche mit, um es auszuprobieren. Das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe mir tatsächlich zwei Blister einfach mal mitgenommen. Einfach mal, um zu gucken, kann ich die Dinger bemalen, funktioniert das und macht das überhaupt Spaß, weil der Detailgrad dieser Figuren in dieser Größe ist unfassbar gut, weil die halt die Figuren nicht kneten, bevor sie gegossen werden, sondern schnitzen. Und dadurch kommt halt dieser Detailgrad. Und in diesem Blister für, ich glaube, 9 Euro oder so sind 30 Figuren drin, fucking 30 Figuren aus Metall. Und hier sind 10 Figuren drin, ich glaube, für 6 Euro war das oder so. Das sind einmal hier die 30, sind die römischen Legionäre und die anderen sind von den römischen Legionären die Zenturien, die Offiziere. Ja. Das heißt, ich glaube, wenn man die schon zusammenstellt, sieht das, glaube ich, echt schon ganz schön gut aus. So. In der Vitrine zumindest, wenn man nichts zum Spielen hat. So, dann habe ich mir von Beyond the Gates of Antares, ich hatte immer gesagt, Beyond the Gates of Antares ist ein super interessantes Spiel, habe ich tatsächlich noch nie gespielt, habe so von den Algorin habe ich so zwei kleine AI-5er Metalltrupps, kann die aber so gar nicht spielen, weil mir natürlich noch ein Kommando gefehlt hat. Und da habe ich mir einen Kommandospot jetzt geholt, wollte ich mir letztes Jahr schon holen, war ausverkauft, also habe ich mir die Algorin Armored Infantry Command Squad geholt, mit dem ich dann auch endlich mal das Spiel spielen kann. Werde ich auf ein Review zu machen, sind 5 Figuren plus 2 Drohnen drin, alles aus Kunststoff. Ich bin mal gespannt, denn bisher habe ich von den Beyond the Gates of Antares Figuren immer nur die Metallfiguren dort gesehen. Apropos Metallfiguren, es gab natürlich auch wie jedes Jahr eine Mini vom... Das ist sie gar nicht. Wie kommt die denn da rein? Das ist die Mini vom letzten Jahr. Okay, da ist sie. Ha, eine Miniatur von der Hamburger Taktika selber. Die habe ich hier tatsächlich mit dabei. Ist auch eine Metallfigur. Und jetzt, ich habe vorhin noch gerade gelesen, bevor es hier losging, um wem es sich handelt. Irgendein Hamburger Forscher.
Hamburger Forscher im Nahen Osten. Ich weiß es nicht. Ey, ich sag lieber gar nichts. Bitte, bitte, bitte nagelt mich nicht drauf fest. Ich habe vorhin nachgeschaut, ich habe den Namen schon wieder vergessen, wer es war. Auf jeden Fall machen sie immer Figuren von Hamburger Persönlichkeiten. Und das war ein Hamburger Forscher, direkt als Figur. Mal gucken, ob ich den für irgendwas gebrauchen kann. Das sind ja, diese historischen Figuren sind ja für Sammler immer ganz cool. Für mich als Fantasy- und Science-Fiction-Spieler immer ein bisschen schwierig einzubauen, aber irgendwann wird es da vielleicht was. Genauso speziell, muss ich auch mal sagen, wobei das kann man schon für viele Sachen mehr einsetzen, von Agro. Ich habe ein Demospiel von Agro gemacht, Agro Skirmish. Das ist ein Spiel, ja, wo in den 70er Jahren Hooligans durch England marodieren nach dem Fußballspiel und sich gegenseitig auf die Fresse geben. Und weil ich das Spiel durchaus gewonnen habe, durfte ich mir eine kleine Figur aussuchen aus dem Spiel Agro. Das sind jetzt so Knubbelfiguren, also sie sind, ich würde sagen, es ist nicht die Hammer-Figurenqualität, weil die sehen auch ein bisschen comicartig aus, aber den fand ich geil, weil das ist ein Bobby. Und warum habe ich den mitgenommen? Weil der einen Mustache hat. Zu all diesen Figuren werden aber noch definitiv Reviews kommen. So, dann kommen wir zu den größeren Sachen, wo ihr euch schon gewundert habt, boah, was hat er alles mitgebracht? Ich habe für unser Infinity-Spiel, habe ich mir von TT Combat den Industry Hive gekauft. Der war auf der Messe tatsächlich recht günstig, für 12,70 Euro, so ein MDF-Bausatz, also ein Pressholz-Laser-Bausatz. Der ist ziemlich groß und wir haben ja einige Geländestücke schon von MicroArts. Die sind aber nie allzu hoch und das könnte mal ein richtig schönes Centerpiece des Geländestücks sein oder des Spieltisches sein, dass man ein bisschen in die Höhe geht. Außerdem habe ich mir, glaube ich, am gleichen Stand für 12,20 war das von der Firma Blotz, habe ich mir auch ein Holzhaus habe ich mit nach Hause gebracht von Blotz und zwar für Dropzone Commander. Also es ist 10 mm, also für 10 mm Maßstab und das ist ein Krankenhaus, das zerstört wurde. Also ideal für Dropzone Commander. Ne? Also das heißt, dass wir dann unser erstes Nicht-Pub-Gelände auf dem Spiel haben. Ausnahmen natürlich sind diese Schilder, die wir bei der Kampagne benutzt haben. So, und dann eine ganz, ganz große Sache, die ich hier habe. Guck mal. Da habe ich ein bisschen behumst, das habe ich mir nämlich nicht auf der Taktika gekauft, sondern vorher bestellt und mir zur Taktika mitbringen lassen. Von Warmage hatte ich mir letztes Jahr ein Regal für Farben, also zum Sortieren von Farben geholt. Und das ist tatsächlich eine Erweiterung dafür, dass ich noch ein zweites Regal oben drauf habe mit ein paar Schubladen. Habe ich noch nicht zusammengebaut, damit ich mich dieses Video machen wollte. Bei mir sieht es aus wie Hulle, sage ich euch, weil ich die ganze Woche, ich musste tatsächlich so viel arbeiten, dass ich nicht einmal dazu gekommen bin, meine ganzen Taktiker-Sachen wegzupacken. Was natürlich jetzt auch ganz gut ist, weil ich jetzt dieses Video machen kann und euch das im Original, habe ich gerade mal eben mitgebracht, Zustand zeigen kann. Jetzt, wo dieses Video abgefilmt wurde, kann ich tatsächlich auch, ja, was soll ich sagen, jetzt kann ich es auch nicht zusammenbauen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Werde ich auf jeden Fall bei Facebook, Twitter, Instagram, werde ich nochmal Fotos davon schicken, wie es aussieht, wenn es zusammengebaut ist und wie ich es toll benutze, weil ich habe gemerkt, die bringen tatsächlich eine ganze, ganze Menge Ordnung auf den Maltisch, denn der sieht bei mir momentan scheiße aus. So, und das Letzte. Ich hatte bei Facebook das Bild gepostet, mit den ganzen Sachen, die ich auf der Taktika mitgebracht habe. Und da kam immer die Frage, ey, was ist denn das? Dennis, sag mal, was ist denn das? Was ist denn das? Was ist eine große Box? Was ist diese große Box? Was ist die große Box? Das ist die große Mystery Box. Gar nicht mal so spektakulär, aber trotzdem ziemlich cool. Und zwar Save & Sound. Es ist im Endeffekt sowas wie die KR Multicases. Ne? Das heißt, wir haben einen Karton, der ist tatsächlich ein recht stabiler Karton. Und in diesem Karton sind einfach Lagerungsmöglichkeiten. Die haben auch gesagt, Transportmöglichkeiten. Zum Transport nutze ich tatsächlich aber andere Sachen. Aber Lagerungsmöglichkeit für Miniaturen, weil ich mittlerweile so viele Miniaturen habe, die ich nicht veräußern möchte. Aber die sollen nicht irgendwo verstauben oder schlecht gelagert sein. Und deswegen habe ich mir für, das war auf dem Messepreis, 20 Euro, diesen Karton geholt mit zwei Einlagen. Einmal diesen Einlagen und einmal diese Einlage für Figuren, die oben ein bisschen größer sind. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also man konnte sich aussuchen, für die zwei, also welche zwei Einlagen man haben wollte. Die haben spezielle Einlagen gehabt, auch zum Selbstausstanzen, wie man das zum Beispiel von Feldherr oder so kennt. Dann natürlich diese Sachen. Aber ich fand diese halt interessant, die asymmetrisch sind, weil es ja mittlerweile immer mehr Modelle gibt, die untenrum kleiner und obenrum aufgrund von irgendwelchen Posen größer werden. Und da kann ich wunderbar jetzt Figuren mit lagern. Und weil die so nett waren tatsächlich, haben sie jedem Käufer sowas noch in klein mitgegeben. Und zwar für zwei Figuren. Und das finde ich richtig geil, weil wenn ich irgendwo hingehe zum Malen oder so, ich nehme meistens immer nur ein oder zwei Figuren mit und dann brauche ich halt nur meine Pinsel mitnehmen, ein paar Farben und dieses kleine Ding anstatt immer meinen großen Koffer. Das ist total cool, aber wirklich ein super, super Hilfetool. Finde ich richtig, richtig knorke. Ja, das war im Endeffekt das, was ich auf der Hamburger Taktika mitgebracht habe. Doch, nee, ich habe tatsächlich, ich habe
von der Taktika? Nee. Hab ich noch was? Nee, das war hinterher. Das darf ich aber nicht verraten. Da können wir vielleicht Samstag drüber reden. Aber jetzt muss ich einmal hingreifen. Was ich natürlich noch mitgebracht habe, alle haben sich drüber lustig gemacht. Oh, Dennis, du hast eine leere Dose mitgebracht. Ja. Das ist eine Dose von meinem eigenen Energy Drink, den wir am letzten Stand von Dice nicht verkauft haben. Die haben wir zu den meisten T-Shirts dazu gegeben, als es sie noch gab. Und haben die auch so verteilt, ja, Dice Energy Drink. Und ich habe gedacht, ey, das war das erste Mal, dass ich die gemacht habe. Und eigentlich wollte ich auch eine Dose von übrig halten. Ich hab die aus dem Müll gefischt. Ich habe von meiner eigenen Dose keinen mehr mitbekommen. Deswegen habe ich die noch mitgebracht. Die wird für mich eine kleine schöne Erinnerung sein. So, das war tatsächlich mein Tabletop-Haul von der Taktika 2018. Die Sachen, die ich mitgebracht habe. Ihr seht, ich habe gar nicht so eingekauft. Ich habe nicht so über die Stränge geschlagen. Ich habe viele Sachen geschenkt bekommen. Ich habe mir Sachen geholt, die ich immer haben wollte. Tatsächlich eher praktische Sachen, wie das Regal, wie die Lagerungsmöglichkeit und die Farbe. Und natürlich ein paar Figuren auch dazu für einige meiner Projekte. Und ich werde auf jeden Fall zu den Miniaturen, werde ich demnächst in der Sendung dann auch ein, zwei Kurzreviews bringen. Wer weiß, ob ich vielleicht noch zu dem Safe and Sound. Ich glaube, das lohnt sich da nicht vernünftig zu machen. Ich würde sagen, ich werde mich jetzt mal so in die Sonne machen. Was ich wissen möchte, wenn ihr auf der Taktika auch wart, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dort denn alles mitgebracht habt. Und selbst wenn ihr nicht da wart, schreibt mir eure Einkäufe der letzten Wochen, die ihr für das Hobby getätigt habt, einfach in die Kommentare. Und weiden wir uns gegenseitig daran, wie geil wir sind, weil wir so viel Geld ausgegeben haben. Nein, aber vielleicht findet der ein oder andere ja noch was Interessantes, was andere sich geholt haben, wo er dachte, cool, das kannte ich nicht, das google ich mal nach und findet das interessant. Ne? Also in die Kommentare schreiben, die anderen Kommentare vielleicht auch durchlesen und sich inspirieren lassen. Und wenn ihr kommentiert, denkt dran, seid immer nett zueinander, denn sonst gibt es Krav Maga für alle und das kann keiner wollen. So, und ich gehe jetzt in die Sonne, mache das Video fertig und räume nicht auf, denn ich muss weiterarbeiten, nur eben dazwischen geschoben.